Gestatten, Eppert mein Name. Und ich suche dieses Mal nach Streit. Ich suche drei Geschichten, in denen gestritten, attackiert, gefochten und gekämpft wird, bis aufs Blut. Das sah aus wie Steinzeit. Das war so ein Reingedresche. Die zwei Todesfälle und die sind beide Male entstanden, weil die Leute nicht auf Ärzte gehört haben. Manchmal fliegen die Fetzen, da habe ich Streit mit allen. Ich brauche das nicht, aber es gibt Menschen, deren Leben ist der Streit. Echte Streithammel. Die suche ich heute. Drei extreme Geschichten über Streit. Über Menschen, die Streit herausfordern. Deutschland, Deutschland, über alles, Und jetzt dann ist von Abrücksel, weil ich ja scheiße finde. Nein. Ich suche Menschen, für die Streit ein Alltag ist, um herauszufinden, warum. Ich suche Streit. Streit, Stress, Ärger, Aggro, auf die Fresse, Kampf, gleich, Fight. Wenn ich zum Beispiel sage, du siehst aus, als hättest du einen Schwanz in der Fresse. Wie assi ist das denn? Wie assi ist die denn drauf, ey? Meine Suche beginnt im Netz. Dort entdecke ich Jungs, die auf sich einschlagen wie von Sinnen und um die es noch dazu richtig viel Streit gibt. Man nennt sie Blutboxer, Käfigkämpfer, sie sich selbst Ultimate Fighter oder Mixed Martial Arts, kurz MMA-Kämpfer. Das sieht furchteinflößend aus und nach Streit. Die will ich kennenlernen. Am nächsten Tag fahre ich nach Koblenz. Dort trainiert einer der bekanntesten deutschen MMA-Kämpfer, Andreas Kraniotakis. So groß wie ich, aber ein Hühne von Mann. Ja, ich will da drauf. Wir fangen hier hinten an. Warum muss man Schuhe ausziehen? Wenn ich einmal dein Gesicht über die Matte reibe, dann wirst du dich nicht mehr fragen, warum man die Schuhe ausziehen muss. Andreas lebt hier im Gym. Da hinten hat er ein Zimmer. Gerade ist er in der Vorbereitung für einen Kampf in 2 Wochen. Heute zeigt Andreas mir die Welt des Kämpfens. Hast du einen Spitznamen? Big Daddy ist mein Spitzname. Aber schon lange, bevor ich angefangen habe zu kämpfen, war das so. Klingt ganz süß. Ja, ne? Warum? Ich bin ja auch ein Süßer. Ich war immer derjenige, den man angerufen hat, wenn die Freundin mit einem Schluss gemacht hat oder wenn die Eltern wieder Stress gemacht haben. Und ich war einfach immer für alle da und deswegen Daddy und ja, Big erklärt sich, glaube ich, von alleine immer auch, wo das herkommt. So süß kann doch kein Ultimate Fighter sein. Doch. Geht schon. MMA. Mehrere Kampfsportarten in einem. Wie Boxen und Kickboxen. Regeln gibt's, aber auch am Boden wird noch ins Gesicht geschlagen. Hast du nicht mal Angst, dass dir da einer so einen an die Birne klopft, dass du da nicht mehr aufstehst? Es gibt 2 Todesfälle und die sind beide Male entstanden, weil die Leute nicht auf Ärzte gehört haben und ein Blutgerinnsel im Hirn hatten und dann halt während dem Kampf gestorben sind. Wir sind ja auch alles Profis, das darfst du ja nicht vergessen. Wir sind ja keine Straßenschläger. Andreas schleift mich. Er will mir zeigen, wie viel Technik und Kondition dazugehört, auch nur eine Runde zu überstehen. Besser. Okay, wir wollen dich ja nicht überfordern. Bist du aufgeregt, Kampf? Aufgeregt, ja. Und ich würde sagen, die ersten 5, 6 Kämpfe hatte ich auch Angst. Also wirklich so, dass man sagt, so, und ich musste irgendwie, keine Ahnung, auf Toilette und mir war übel und Angstgefühle halt einfach. Ich sag dir mal ehrlich, wenn ich jetzt auf der Straße wäre, ich könnte das, was du kannst, und ich würde Stress kriegen, ich wäre wahrscheinlich schon anfällig, dass ich dann in meiner Wut, dass ich auch mal losgehe. Also ganz viele Leute sagen mir, boah, wenn ich so aussehen würde wie du, wenn ich so groß wäre, so stark wäre, wenn ich das könnte, was du kannst, dann würde ich erstmal meinen Boss verprügeln oder so. Warum? Ich weiß ja, wie gut ich bin. Ich schlag vor, wir gehen mal zum Bodenkampf über. Meine Beine sind um dich rum. Ja. Das, jetzt bist du in meiner Guard. Auch Missionarsstellung. Ja. Es fällt dir schwer zu abstrahieren, ja? Schlag mich mal. Ich hau dich nicht an. Oh, mach mal, komm. Jetzt ins Gesicht? Ja, wo du hin willst. Du wirst dich ja nicht schlagen. Schlag mich mal. Ich habe noch niemandem ins Gesicht geschlagen. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals wieder machen will. Okay? Ja, war gar nicht so schlimm. Okay, Tap. Es wird Abend. Ich kann nicht mehr. Andreas und seine Trainingspartner gehen zur nächsten Einheit.
Viele sind Akademiker. Andreas Diplom-Sozialpädagoge. Er macht gerade seinen Doktor. Sie sind Freunde und dreschen sich jeden Tag ins Gesicht. Andreas sagt, sie hatten nie Streit. Denn wenn man sich im Käfig geschlagen hat, ist alles raus. Nicht auf meine Handschuhe. Oh. Braucht man irgendwas dafür, dass man, also dass du wirklich immer in Kampf gehst? Ist das in einem oder ist das nur Training? Oder? Also ich glaube schon, dass man eine gewisse Disposition braucht, um Kämpfer zu werden. Man muss ja auch lernen, Schmerz zu akzeptieren. Ne? Du findest ihn ja auch geil. Aber das ist das, was glaube ich, die meisten Leute auch so ein bisschen fasziniert an Kämpfern. Dass sie sagen, ja, ihr habt dieses, ihr stimmt dem zu. Ja? Ihr entscheidet euch für ein Leben, in dem Schmerz einfach ein Teil des Alltags ist. Wieso hast du dich denn für so ein Leben entschieden überhaupt? Schwere Kindheit oder schlimmes Elternhaus? Warst du immer der Schulhofprügler? Ich habe auch nicht keine schlimmere Kindheit als jede andere hinter mir. Ich glaube, in mir war wirklich diese Motivation, ich will ein Athlet sein, weil ich immer eben klein und dick war. Und du warst klein und dick? Ich war klein und dick und also klein, dick, Fukuhila-Frisur und der Letzte auf der Schule mit noch einem Schulranzen, während alle schon. Also insofern hatte ich vielleicht doch eine schwere Kindheit, wenn ich drüber nachdenke. Denkst du nicht manchmal, dass vielleicht einer das auch einfach geil findet, wenn er das auf YouTube sieht, rausrennt und einen in der U-Bahn zusammenkloppt, weil das irgendwie so cool aussah? Vielleicht kann das sein. Aber dann wäre es egal gewesen, ob er sich jetzt meinen Kampf angeguckt hätte oder einen Rambo-Film. Die Leute, die rausgehen und in der U-Bahn hilflose Rentner verprügeln, bei denen ist mehr schiefgelaufen. Das ist nicht unsere Schuld. Ja. Aber ein bisschen geht dich das schon an, ne? Wenn ich das sage. Ein bisschen sauer wurde es gerade schon. Nee, sauer nicht. Aber es ist natürlich so, das ist ein gängiger Angriffspunkt. Wieder, ja. Jetzt haben wir uns verbal gebettelt. Ey, komm jetzt mal noch. Zwei Wochen später. Ich bin mit Andreas nach Karlsruhe gereist. Sein großer Kampf. In den Katakomben werden die ersten Fighter wieder zusammengeflickt. Ich gehe nochmal in die Halle und schaue mir ein, zwei Vorkämpfe an. Bisschen eklig ist es schon, auch wenn ich finde, es ist Sport. Noch ein Kampf, dann ist Andreas dran. Klar, Druck ist da, Druck ist immer da. Und je höher du kommst, desto dünner wird die Luft. Wenn ich merke, dass ich aufstoßen muss, merke ich auch, dass ich nervös bin. Den Kampf muss er gewinnen, dann könnte er in die UFC kommen, die amerikanische Profiliga. Die kämpfen vor 50.000 Zuschauern in Arenen. Hier in Karlsruhe sind 100 Zuschauer, Mehrzweckhalle. Auf einmal wird aus dem netten Big Daddy der MMA-Kämpfer, was ich etwas schockierend finde. Warum machst du das? Da steht ein Riesenkerl vor dir, ein großes, haariges Monster und will dir wehtun. Das ist so ein Adrenalinkick, du fühlst dich so lebendig. Das ist schon wie eine Droge. Es ist echt viel Technik und man muss viel können. Aber am Ende des Tages wird man trotzdem ins Gesicht geschlagen. Ich könnte es nicht. Ich glaube, ich könnte es nicht. Anders. Ein gewisses Grundtalent hast du, ja. Was du daraus machst, ist deine Sache. Mal sehen bei der nächsten Geschichte. Ich muss los.